Herzlich willkommen bei der Vorsicht Akademie und einem weiteren Tutorial zu From the Depths. Heute schauen wir uns mal an, wie wir einen Träger bauen, beziehungsweise auf Englisch einen Carrier, falls ihr den Begriff lieber mögt. Das ist eine sehr einfache Art und Weise, oder was heißt eine einfache Art und Weise? Scheißwort, das ist sehr einfach zu gestalten, einerseits aber auch recht komplex, um es sauber zu machen. Und es ist sehr, 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 sehr vielseitig, und zwar vielseitiger, als man manchmal denkt. Fangen wir aber an. Was brauchen wir generell, um ein Träger-Drohnensystem zu bauen? Drohnen sind die Sachen, die meist kleineren Sachen, die von dem Träger gespawnt werden. Ganz einfach, wir gehen jetzt mal hier auf diese Testplattform, gehen ins Baumenü, gehen mit E in das Inventar rein, gehen bei MISC, für Miscellaneous, und dort haben wir alles, was wir für Träger brauchen. Und das Einzige, was wirklich absolute Pflicht ist für einen Träger, Drohnenkonfiguration, ist hier links unten der Sub-Vehicle Spawner. Den packe ich mir jetzt mal hier. Drehe ich mir so zur Seite, baue den hier hin und so sieht das gute Teil aus. So, das Einzige, was wir jetzt brauchen, also beziehungsweise mal kurz so gesagt, jetzt ist diese Testplattform mein Träger und mit diesem Sub-Vehicle-Spawner kann ich mir jetzt eine Drohne spawnen, beziehungsweise packen. Dafür brauche ich erstmal eine Drohne. Ich lade mir jetzt hier mal einfach schnell ein Flugzeug, zum Beispiel meinen Massenjet. Keine Ahnung, irgendwann habe ich den mal gebaut, habe ich mal gemacht. Und ihr seht, alles rot. Das ist noch von einem ganz alten Patch, aber das Teil fliegt. Und das ist so das klassische Träger, die Trägerkonfiguration. Man hat ein großes Schiff oder so und kleine Flugzeuge dran. So, jetzt gehe ich hier in meinen Sub-Vehicle Spawner, mit Q gehe ich rein. Und jetzt würde ich gerne hier meinen Massenjet reinnehmen. Geht aber nicht. Ich habe hier Fluggerät, steht hier dran, 100%. Taken by this force steht dran. Ist jetzt ein bisschen schwer zu lesen, aber steht dran. Das bedeutet, es sind diese zwei Fluggeräte, die sind aber bereits schon Teil von diesem Träger. Warum kann ich jetzt diesen Flieger hier, diesen Massenjet nicht reinpacken? Ganz einfach, wenn ihr das macht, müssen beide in der gleichen Flotte sein. Ihr drückt also E, markiert hier das, was ihr zusammenfügen wollt. Also ich würde immer das Flugzeug nehmen und dann habt ihr hier bei eurem Träger die Merge these two fleets together Button. Hier draufklicken und zack, seht ihr, ist jetzt der Massenjet hier in der Flotte von der Testplattform drin. So. Wenn ich jetzt hier zurück auf meine Testplattform gehe und meinen Spawner finde, kann ich jetzt wieder mit Q reingehen. Habe jetzt meinen Massenjet drin. Klick diesen an. Er wird mir jetzt angezeigt. Ja, also okay, ich sehe schon, das ist das. Dann kann ich hier rechts sagen, Confirm Selection of Sub-Vehicle. Es ist drin. Und hier kann ich noch sagen, in welchem Abstand er gespawnt werden muss. Auf dieses Ding kommen wir gleich noch genauer zu sprechen. So, und jetzt haben wir hier unsere Träger-Drohnen-Konfiguration. Hier, das ist jetzt meine Drohne, das ist mein Träger. Woran ihr seht, dass es funktioniert, ihr drückt wieder E. Und ihr seht jetzt hier Testplattform Mothership, steht dann vorne dran. Und bei Massenjet Drone. Das heißt, wir haben hier eine Mothership-Drone-Konfiguration. Wenn ich jetzt hingehe, und warum auch immer jetzt dieses scheiß Ding, jetzt habe ich es wieder. Und jetzt hier mal die ganze Flotte, oder beziehungsweise nur das Mothership. Ihr seht, ich kann die Drohnen nicht mehr einzeln aus dem Spiel nehmen. Ich kann nur das Mothership aus dem Spiel nehmen. Und jetzt gehen alle Drohnen mit raus. Das ist der Massenjet, das ist die Fluggeräte. Die sind alle aus dem Spiel raus. Zack, weg. Packe ich das Mothership wieder rein. Zack, ladet. Fluggeräte und Massenjet alle gespawnt. Und der fliegt jetzt weg, weil sonst nichts mit ihm passiert. Ja, das ist auch schon alles, was unbedingt notwendig ist für ein Träger-Drohnen, für eine Träger-Drohnen-Konfiguration. Wie ihr auch gesehen habt, das ist ganz wichtig für die Kampagne, weil das alles zusammen spawnt, deswegen haben wir das ganze Ding, könnt ihr damit auch jetzt in der Kampagne, wenn ihr
eure Kämpfe reduzieren müsst aufgrund von Performance und ihr nicht alle eure Flottenmitglieder mit in das Gefecht nehmen könnt. Sobald ihr so eine Konfiguration habt, werden auf jeden Fall die Drohnen mit dem Mutterschiff, also Mothership, in das Gefecht mit reingenommen. Das zählt dann als eine Einheit im Prinzip. So, was können wir noch machen? Eine Alternative wäre, wir nehmen nicht diesen Sub-Vehicle-Spawner und spawnen direkt was mit, sondern wir können auch das, was wir wollen, sag ich mal, erst produzieren. Dafür gibt es jetzt, falsches Menü, sorry, im Baumenü unter Miscellaneous, so wie immer, den Vehicle Blueprint Spawner. Der sieht so aus, ziemlich hässlich, den habe ich mal hier hingebaut. Und bei dem können wir jetzt hingehen und sagen, wir spawnen jetzt irgendeine Blaupause. Das ist jetzt nichts Besonderes, sondern viele sollten das vielleicht auch schon wissen. So kann man in der Kampagne ganz einfach seine Sachen laden und bauen lassen. Jetzt gibt es aber hier die Möglichkeit zu sagen, hier Automatic Control Block Spawning. Dafür muss ich hier eine Blaupause eintragen. Ich nehme das jetzt gerade mal raus, weil es nicht ganz so einfach ist. So, ich setze das alles mal zurück und so ähnlich müsste es bei euch aussehen und hier irgendwie weiter unten. Ich möchte jetzt, dass der mir standardmäßig 5 Jets spawnt. Und zwar diese Mini-Jäger-Kanonen Mitte. Das ist so ein kleines Testgerät von mir, aber das passt gerade, weil es ein sehr kleiner Jet ist. So, ich muss jetzt hier in dieses Feld den Pfad eingeben und ihr seht, ihr müsst hier den kompletten Pfad eingeben. Und zwar ist das jetzt hier mein Vorsichtordner, da müsst ihr drin sein, ab hier zählt. Ich nehme jetzt Flugzeuge, das heißt, ich muss hier erstmal Flugzeuge eingeben, dann Schrägstrich und jetzt den Namen der Kreation, was jetzt hier Mini-Jäger-Kanonen Mitte wäre. Also Mini-Jäger-Kanone Mitte. Also wenn ihr euch einfachere Namen aussucht, geht es auch einfacher. Ihr seht jetzt, wenn hier ein Haken dran ist, vorher war ein Kreuz dran, dann Kreuz, Haken, dann hat er den Blueprint gefunden und kann es auch spawnen. Ihr könnt jetzt hier draufklicken und auch sagen, ihr nehmt ein Blueprint, wo schon gebaut, also ein eingebautes von Nether, also zum Beispiel ein Deepwater Guarding oder so. Ja. Hier kann ich jetzt einstellen, wie viel soll er mir also behalten. Da sage ich jetzt mal, er soll mir auf jeden Fall 5 bauen. Und hier mit maximal Lifetime Spawns kann ich sagen, wie viel er insgesamt überhaupt mal spawnen sollte. Ja, erkläre ich gleich. Wir gucken uns erstmal das an. Jetzt habe ich 5. Ich sage hier noch Spawn Point Distance 30 Meter. Also er soll im Abstand, also 30 Meter, die Dinger weghalten, damit es nicht kollidiert. Und er soll sie halten, bis er sie zu 100% fertig gebaut hat. Ich könnte es auch noch mit Sekunden sagen, aber ich sage jetzt hier einfach, er soll 100% fertig bauen und dann das Ding loslassen. Spawn Preserve 5 und gut ist. Wenn ihr das eingestellt habt, werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, es passiert nichts. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil ihr sollt es noch steuern können. Deswegen habe ich hier einen Control-Block dran. Da gehe ich jetzt mal rein. Und ihr könnt jetzt sagen, entweder wenn ein Gegner in der Nähe ist, ja, ihr wollt die Sachen nur spawnen, wenn Gegner da sind. Oder wie auch immer. Ihr habt hier alle Möglichkeiten, was man halt in so einem Control-Block hat. Ich sage jetzt mal schlichtweg, activate every input seconds. Einfach das überhaupt mal spawnen. Constructible Spawners. Spawn Default Vehicle. Und los geht's. Mehr brauche ich nicht und schon fängt er an. Ja, das heißt, er baut mir jetzt diese kleinen Jets und es sollten insgesamt 5 Stück werden. Der fliegt da oben noch rum, das wird wahrscheinlich gleich ziemliches Chaos. Genau. Und da müsst ihr jetzt gleich mit dem nächsten anfangen, bis er 5 Stück zusammen hat. Ich mache jetzt mal kurz mein HUD hier an. Und es funktioniert gerade nicht. Warum nicht? Doch, jetzt kommt er wieder. Er hat ein bisschen gebraucht, bis es drin hat. Gerade hat man die Punkte gesehen. Jetzt fängt er wieder an zu spawnen. Also, ihr seht schon, es geht nicht so mega schnell. Wenn ihr damit größere Sachen spawnt, wird es schwierig, sowas während des Kampfes in ausreichender Geschwindigkeit zu bauen. Heißt nicht, dass es nicht möglich ist, aber nur, dass ihr mal Bescheid wisst. Kann man auch ja machen, dass einfach nur, sag ich mal, man hat jetzt 4 Flugzeuge, spawnt die direkt mit und dass der hier nach die Teile nachspawnt. Ja, so,
Was jetzt aber hier noch eine ganz wichtige Sache ist, wie ihr seht jetzt, da steht dran, has had 8 von 10 Lifetime Automatic Spawns and is currently the mother of 3 of 5 in-play Constructibles. Das heißt, 3 von 5, also 5 sollte er behalten, 3 hat er schon gespawnt, aber er hat schon 8 von insgesamt 10 Lifetime Automatic Spawns, weil ich vorher schon mal was gespawnt habe. So. Die 3 kleinen sind ja klar. Das ist der große von vorher. Da sind die 3 kleinen. Und das sind diese 3 von 5. Aber was sind diese 8 von 10? Ich habe vorher zum Testen schon mal 5 von solchen Dingern gespawnt. Und die zählt ihr jetzt mit dazu. Und die zählt ihr die ganze Zeit mit dazu. Und ihr könnt hier eben mit diesem unteren Regler festlegen, wie viel er überhaupt insgesamt spawnen kann, egal wie viele Sachen wegsterben. Das Problem ist, es ist begrenzt auf 10 Stück und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, das zurückzusetzen. Wenn ich das jetzt aus dem Spiel rausnehme zum Beispiel und wieder reinnehme, ja, dann hat er hier immer noch, jetzt hat er sogar schon 10 davon 10, weil er hier wieder anfängt zu bauen. Ja. Und hier liegt sogar jetzt noch einer im Wasser. Das heißt, nach den 10 Stück wird jetzt Schluss sein. Er sagt jetzt, er ist aktuell nur Mutter von 1 von 5. Hat das jetzt gebaut. Und sollte jetzt dann keins mehr bauen. Weil er einfach seine 10 Maximum, was er bauen darf, erreicht hat. Deswegen finde ich dieses Teil extrem beschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, warum das so gemacht wurde, dass das irgendwann aufhört. Weil für mich hat das so keinen Sinn, wenn man so viele kleine Drohnen spawnen will. Das muss man abbauen und wieder ein neues hinbauen, damit es funktioniert. Jo. Hat aber den Vorteil, also wenn ihr nur wenige haben wollt, zum Beispiel nur eine und ihr macht und die wird zerstört, wird die sofort nachgebaut. Von dem her ganz cool. Aber ihr habt auch gesehen, die Dinger, die sind jetzt zwar in der Flotte drin, aber sie funktionieren nicht als Drohnen. Heißt, wenn ich jetzt hier das Mutterschiff rausnehme, werden die nicht rausgenommen. Also ein bisschen eine andere Art und Weise, wie das funktioniert. Jo, was bei diesem Vehicle-Spawner noch zu beachten ist, ich baue jetzt mal einen neuen hin. Und mach mal kurz diese ganzen kleinen Jäger weg. Also die muss ich jetzt einzeln machen. Ach, egal. Ich pack die mal hier so raus. Zack. Dann könnte ich eigentlich auch, wenn ich schon dabei bin, auch mal diesen... der Massenjet ist ja eine Drohne. So, ich spawne jetzt mal was, was ich euch nachher zeigen will. Und zwar diesen Funnistar. Das ist schon relativ... Nein, falsch. Falsch. Hubschrauber, hier muss ich rein. In die Vorlässe heißt es. Das Ding im Abstand von 30 Meter bis 100% fertig. Einfach mal bauen. Relativ großes Ding. Und braucht auch relativ lang. Ja. Wundert euch nicht, der baut ziemlich schnell, weil ich sehr viele Punkte auf Mechanik habe, was ich für die Arena immer rausmachen muss. Aber hier brauche ich das. Das Ding geht ziemlich schnell. Ist ein Träger. Will ich euch auch als Beispiel zeigen. Und er hat aber das Problem, zeige ich euch, sobald das Ding fertig ist. Wenn ihr nämlich einen Träger über so ein Ding spawnt, werden die angelegten Flugzeuge, hier kommt schon eins, hier wird schon eins gebaut, ja, nicht als Drohnen mitgespawnt. Ihr seht, ich habe jetzt hier den Nifolesto, das ist ein Bomber, wo hier drin ist. Der Nifolesto ist der Träger, sorry. Der ist hier drin. Und hier habe ich eine Flotte Nifolesto mit 2 Funnistar. Das sind die Bomber, die hier drin sind. Die, wo hier links und rechts drin stecken. Das heißt, wenn ihr so einen Träger macht und den über einen Spawner, über diesen hier, ins Spiel holt, haut ihr eure komplette Konfiguration zusammen. Genau das gleiche passiert, wenn ihr so einen Träger mit einer Docking Station, die wir uns gleich anschauen, festhaltet. Dann zerstört ihr diese Konfiguration von Träger und Drohne. Deswegen kann ich euch das nicht empfehlen. Darum lösche ich das auch gleich wieder. Ja, bitte mach mal weg hier, weil das so nicht gut ist. Wie ihr das Zeug ins Spiel holt, zeige ich euch dann gleich. So, jetzt kackt es gleich mal ein bisschen ab, weil er braucht, um das ganze Zeug zu laden. Genau. Wenn ihr also das alles kapiert habt, dann wisst ihr so mal grundlegend, wie ihr das Zeug einsetzen könnt.
Ja, das leckt jetzt wie Scheiße. Hoffentlich kriegt er den jetzt mal gleich zerstört. Kann ich den eigentlich auch einfach aus dem Spiel nehmen? Nein, weil er schon am Zerstören ist. So, wir können jetzt noch, wenn ihr nämlich über so einen Sub-Vehicle-Spawner euer Gerät ins Spiel halt mit, also Drohne, Trägerkonfiguration habt, könnt ihr über eine Docking-Station, die ihr im gleichen Menü findet, hier unter dem Sub-Vehicle-Spawner, könnt ihr dafür sorgen, dass ein Fluggerät oder auch irgendwas anderes an einer Position bleibt, bis irgendwas eintrifft. Und zwar habe ich jetzt hier so eine Docking Station, habe hier die Konfiguration und kann mir hier dann irgendwas raussuchen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich nehme den Massenjet und nicht mehr hier dieses Fluggerät, sagt Select this Vehicle und zack. Dann fliegt jetzt das Fluggerät weg und der Massenjet kommt von da hinten angeflogen. Er fliegt nicht mehr selber, sondern er wird jetzt von dieser Dockingstation hier angezogen. Ziemlich coole Sache, wa? Ihr könnt auch hier dann über die Einstellungen sagen, wie weit das Ding weg sein soll. Ihr könnt es hoch und runter, also links, rechts drehen, hoch und runter drehen. Das ist wichtig, falls die in einer gewissen Richtung starten müssen oder so. Und ihr könnt sagen, Safe Approach Azimuth und Elevation, das heißt, aus welchem Winkel sollen die anfliegen, damit es sicher ist und vor allem ab welchem Abstand. Das heißt, die gehen in einem Abstand von 100 Meter momentan, bis sie an dem Punkt sind wie hier, also 5 Grad links, rechts und 30 Grad hoch, runter. Das beschreibt so einen Kegel. Und wenn, sobald es da drin ist, wird es angesaugt und geht gerade rein. Wir packen das jetzt mal wieder zu dem Fluggerät zurück. Und an der Stelle ist jetzt eben auch interessant, diese Einstellung bei dem Sub-Vehicle-Spawner zu machen. Und zwar könnt ihr bei dem Sub-Vehicle-Spawner auch sagen, in der Distanz und er soll so oder also in so rum gedreht oder nach oben, unten hier eingestellt werden. Also Azimuth und Elevation genau gleich wie bei der Docking-Station. Jetzt ist eben hier das Interessante, wenn ihr so einen Träger konfiguriert und ihr habt eure Drohnen und ihr wollt die an der Dockingstation dran machen, dann empfehle ich euch, dass ihr das so einstellt, dass hier vom Sub-Vehicle-Spawner diese Einstellungen fast denen entsprechen, wie hier der in der Dockingstation. Aus dem einfachen Grund, weil dann spawnen die ungefähr da, wo auch die Dockingstation es feststellt und es wird nicht mehr viel bewegt. Und dann sind die sofort an Position und bleiben da, wie sie sein sollten. Also für eine schöne Träger-Drohnen-Konfiguration, die die mitnehmen und die Teile, bis der Gegner in einer gewissen Nähe ist oder so, dranbleiben sollen, einfach hier Docking Station und Sub-Vehicle Spawner kombinieren und dann die Einstellungen, wo, also in welche Richtung und wie weit weg gehalten werden soll, einfach anpassen zueinander. So, hier ist noch wichtig, an welchem Punkt greift es an? Wenn ihr nichts Spezielles macht an eurer Drohne, dann wird diese Distanz und auch der Drehwinkel an dem Masseschwerpunkt angesetzt. Wenn ihr aber einen Origin-Block reinbaut, den habe ich jetzt mal hier hinten angesetzt, einen Origin-Block, den findet ihr hier auch in den Miscellaneous, und zwar hier oben, Origin-Block. Und wenn ihr den irgendwo hinpackt, den habe ich jetzt mal ganz hier hinten hingepackt, ja, dann wird die Distanzen alles von diesem ausgemacht. Ich kann es euch mal hier zeigen. Hier seht ihr den Masseschwerpunkt hier. Seht ihr, hier ist der Masseschwerpunkt. Und genau auf der gleichen Höhe beim anderen ist der Origin-Block. Ja? Das heißt also, entweder packt einen Origin-Block hin und könnt damit zielgenau definieren, wo das Ding festgehalten werden soll. Oder es wird eben am Masseschwerpunkt festgepackt. Übrigens fangen auch beim Spawnen, wenn ihr irgendwo was spawnt, und also über den Vehicle-Spawner, Blueprint-Spawner, die Sachen an, mit dem Origin-Block zu bauen. Was nicht unerheblich ist. So, habt ihr das alles gemacht, passt es wunderbar, wollt ihr natürlich, dass die Dinger irgendwie hier
losstarten können. Das könnt ihr entweder manuell machen, wenn ich jetzt C drücke, dann habe ich hier meine Fluggeräte, die haben zwei KIs drin und kann sagen hier Release Dock. Das funktioniert momentan nicht aus dem einfachen Grund, weil ich das über Automated Control Blocks gekontrolliert habe. Muss ich mal wieder kurz rückgängig machen. Mein Fehler. Ich gehe hier drauf, sage Release Dock, batsch, batsch. Und zack, total bequem kann ich jetzt sagen, fliegt los. Der kann jetzt nicht fliegen, weil er hinten der Origin Block bei dem die Turbine beeinträchtigt. Deswegen funktioniert es nicht. Sage ich, ich will sie wieder zurückhaben, sage ich hier Apply Dock und batsch, kommen sie zurück. Total easy und einfach. Und ihr seht, der kommt jetzt da oben runter, ungefähr auf hier einen Abstand von 100 Meter bis hier hin. Und dann wird da rangezogen auf 15 Meter oder was weiß ich. Ich muss aber ehrlich sagen, diese Konfiguration von dem Safe Approach Gedöns hier habe ich aber noch nicht so ganz gerafft. Das funktioniert nicht immer so gut. Müsst ihr ausprobieren, wird schon irgendwie gehen. So, und wie ich schon gezeigt habe, kann man es auch automatisieren. Ich gehe einfach hier rein, sage zum Beispiel, wenn Enemy Range größer wie 5000, das war die falsche, wenn Enemy Range kleiner als 5000, Release Docking Stations, also Activate if Enemy Range kleiner als 5000 Meter, Docking Stations, Release all Assigned Vehicles. Andersrum, wenn Enemy Range größer oder keine Enemies, Docking Stations, Recall all Assigned Vehicles. Sieht so aus, die müssten jetzt da sein, kommt rein, hier, ja, die war gerade los, weil ich was falsch gemacht habe. Jetzt sind die drin. Träger, Drohnen sind im Ruhemodus. Jetzt spawne ich mal einen Gegner, zack, und die Dinger fliegen los und zerstören sich selber. Ist ja auch cool. Witzige Angelegenheit, aber ihr seht, die gehen los. Zerstöre ich jetzt die Gegner, kommen sie wieder zurück. Und so kann ich das automatisieren. Ob ihr das jetzt von Hand macht oder automatisch, ist euch überlassen. Aber wie ihr gesehen habt, wenn ich das automatisiere, geht es so natürlich nicht, weil momentan sind keine Gegner da. Und dann sagt der Control Block, bitte komm zurück. Was es auch noch für Möglichkeiten gibt, wenn ihr im Control Block drin seid, dann gibt es auch noch die Möglichkeit Undock with Mothership oder Dock with Mothership. Das heißt, ihr könnt so einen Control Block auch auf eure Drohne packen und der Drohne Bedingung geben, wann sie andocken oder docken soll. Zum Beispiel kann ich sagen, activate bla bla bla, wo habe ich's? Jetzt finde ich es natürlich wieder nicht. Das ist klar. Health hier. Activate if vehicle health kleiner bla 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 oder speed oder was weiß ich. Ich kann einfach sagen, wenn jetzt zum Beispiel das Teil nur noch unter 80% Gesundheit hat, dann soll es mit dem Mothership docken, weil da wird es repariert oder sowas. Ja? Solche Sachen kann ich auch machen, muss aber dann eben auf die Drohne. Also nochmal kurz wiederholen, wenn ihr mit dem Control Block arbeitet, Docking Stations, hier habt ihr Bedingungen, die könnt ihr euch raussuchen, Docking Stations ist wichtig, Release und Recall all Assigned Vehicles, das müsst ihr auf dem Träger machen, Undock with Mothership und Dock with Mothership, das müsst ihr auf den Drohnen machen. So, damit wisst ihr eigentlich alles, was es zu Trägern gibt, zu wissen gibt, mehr gibt es eigentlich nicht. Wichtig ist nur noch, dass diese Dinger hier immer die Position recht gut beibehalten. Dazu lade ich jetzt mal hier mein Beispiel, und zwar diesen Nifolestor. Das ist ein großer fliegender Träger mit zwei Bomber drin. Und ich zeige euch jetzt aber mal, wie ihr das am besten in der Kampagne macht. Und zwar, wenn ihr E drückt, habt ihr jetzt ja hier dieses Bildmenü seit neuestem. Da könnt ihr euer Zeug reinpacken. Dafür gibt es aber mal noch ein extra Tutorial für die Kampagne. Und wenn ich jetzt den hier einfach baue, zack, hat er mir den jetzt hier hingesetzt? Nein, hat er nicht. Warum nicht? Ich klicke doch. Jetzt hat er ihn geladen. Zack. In der Kampagne wird er natürlich erst gebaut. Hier ist es so, dass der direkt erscheint. Ich packe jetzt mal alles andere raus, weil der ziemlich groß ist und so relativ viel Platz braucht. Ihr seht, ich habe jetzt hier links und rechts zwei Bomber drin. Und das Problem ist, die sind recht knapp von der Größe her bemessen. Wenn das Ding jetzt fliegt, ja, und die losgelassen werden, rücken die natürlich ein bisschen nach hinten und ecken sofort an und ja, gehen dabei kaputt. Auch wenn der jetzt nach vorne runterkippt oder hochgeht, dann dreht sich nur der Träger und die Drohne nicht mit.
Das ist ein großes Problem. Das heißt, wenn ihr solche Konfigurationen macht, ist das, was ich hier gemacht habe, zwar ein schöner Schutz, aber es behindert euch extrem in der Handhabung mit den Drohnen. Weil ich kann diesen Träger nicht sich bewegen lassen, bis die Drohnen draußen sind. Ich zeige euch das mal, wenn ich jetzt hier mal einen Walrus starte. Oder hier. Dann kommt, zack, gehen die Bomber raus. In der Hoffnung, dass sie jetzt mal nicht hängen bleiben. Und doch, da seht ihr schon, die haben schon ein bisschen rumgeeckt, also der hier. Und jetzt gibt nachher auch gleich der Träger hier Gas. Er hat Schilde an und ich denke, er müsste sich jetzt gleich losbewegen, wobei jetzt ist natürlich alles schon so Zeitlupe. Ja, jetzt bewegt er sich. Seht ihr das? So. Aber wenn der sich bewegt, kann ich die Drohnen nicht rein und rauslassen, weil sonst ecken die an und zerstören sich. Liegt ja auch daran, dass ich in den Flügel halt die Munition drin habe. Okay, das ist jetzt eine mögliche Konfiguration, dass die hier eben, ihr seht, hier drin habe ich den, da habe ich die Docking Station und irgendwo dahinter ist noch der Blueprint, oder halt der Subvehicle Spawner und die sind jetzt zusammen in einem Ding. Genau. Dann muss ich mal schnell auf meinen schlauen Zettel hier schauen. Nein, soweit habe ich alles. Wichtig noch zu sagen, über die Docking Station und den Subvehicle Spawner kann man nicht nur solche Trägersachen machen, sondern ihr könnt auch von eurem Träger, sage ich jetzt mal, abgekoppelte Waffen oder so machen. Schaut euch mal von den... Ja, ich bin mir nicht sicher, das müssen die White Flayers sein. Ich glaube, die haben solche... Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendeine von diesen Fraktionen, ich weiß es gerade nicht auswendig, die hat solche, wie so Roboter, die haben unten ein Teil, das schwimmt oder schwebt und obendrauf mit einer Dockingstation so ein Riesenapparat mit Waffen. Und das Krasse ist eben, dass wenn ihr was mit einer Dockingstation drauf macht, dann beeinflusst es nicht das Gewicht und auch den Luftwiderstand von eurem Träger. Mehr will ich nicht dazu sagen, weil man damit echt unfaire Sachen machen kann. Und ich bin da kein Fan davon. Wenn ihr aber das ausprobieren wollt, dann macht es einfach mal. Baut irgendwas Kleines, Schnelles und hängt mal über eine Dockingstation was Großes, Fettes dran. Ihr werdet euch wundern, was da für üble Sachen machbar sind. Bringt aber auch ziemlich viel Spaß. So, das war's. Für diesen Träger könnt ihr im Workshop runterladen. Ich habe das hochgeladen und wahrscheinlich werde ich auch noch mal ein spezielles Video dazu machen, aber da komme ich aktuell nicht dazu. Dazu müsst ihr geduldig sein. Ich hoffe, es hat euch schon mal ein bisschen was gezeigt. Ihr seht, jetzt kommt hier einer von diesen Bonbon rein. Auch so schön von außen. Oft glitschen die auch durch. Das kann ich euch gleich mal bei dem zeigen. Ich sehe schon, der kommt falsch. Der passt jetzt wunderbar rein. Ist da drin. Und kein Problem, sicher. Aber ihr seht schon, der hier, der kommt einfach schräg von vorne und der wird jetzt einfach hier komplett in das Ding reinglitschen und sowas ist immer bescheiden. Zack, bumm. Und alles durcheinander. Jetzt wird nie wieder was. Deswegen baut sowas lieber klassischerweise mit einer flachen Ebene, wo ihr die von oben drauf macht. Übrigens, was ich voll vergessen habe, noch zum Schluss, ich habe es hier dran gezeigt, Blocks. Hier gibt es die Rubberblocks, die helfen euch, wenn nämlich eure Drohnen aufsetzen, gibt es da keinen Schaden. Deswegen habe ich die bei meinem Nifolesto hier überall an den Ecken dran, dass die keinen Schaden nehmen. Ich denke, ihr werdet damit auf jeden Fall genug Wissen und Inspiration haben, um selber Träger zu bauen. Es gibt da extrem viele Möglichkeiten. Auch bei uns in der Arena, in der From the Death Arena, gab es jetzt schon einige Trägermodelle, die dann eher kleine Suicide, also Selbstmorddrohnen oder so gespawnt haben. Oder kleine Kanonendrohnen. Schaut einfach mal rein, da gibt es genug Zeug. Und ja, Inspiration. Ich hoffe, ihr habt was lernen können. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob das euch was gebracht hat. Und ob ihr selber schon Träger gebaut habt, ob das denn was wurde. Und dann hoffe ich, dass ich euch das nächste Mal wieder dabei habe. Und auch, dass ihr hoffentlich mal bei der Arena vorbeischaut. Bis dahin, macht's gut und bleibt vorsichtig.